Hallo zusammen! Heute wollen wir über ein Thema reden, das vermutlich inzwischen jeden von euch bewegt. Das Energiesparen. Da Strom, aber auch Gas und andere Energieträger immer teurer werden, fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, wie viel Energie das eigene Aquarium nun wirklich verbraucht und welche Möglichkeiten es gibt, den Energiebedarf effektiv zu senken. Gerade wenn ihr aktuell dabei seid, ein neues Becken zu planen oder einzurichten, gibt es eine Menge Tipps zum Energiesparen, die wir euch hiermit auf den Weg geben wollen. Das ist gar nicht so schwierig und gerade der Blick in die natürlichen Habitate der Fische hilft uns dabei, hier noch die eine oder andere Anregung zu finden. In unserem letzten Video habe ich euch ja schon gezeigt, was bei unseren Aquarienkombinationen im Lieferumfang alles enthalten ist. In diesem Video sehen wir uns die typischen Energieverbraucher eines jeden Aquariums an. Wie viel Strom verbrauchen eigentlich Filter, Heizstab und Beleuchtung und welche Möglichkeiten es gibt, den Energiebedarf zu optimieren. Und außerdem zeigen wir euch, wie ihr den täglichen oder auch jährlichen Strombedarf eures Aquariums berechnen könnt. Beginnen wir mit der Beleuchtung. Als allererstes lässt sich hier natürlich der Wechsel von Leuchtstoffröhren auf LED nennen. Solltet ihr also noch alte Leuchtmittel im Einsatz haben, könnt ihr ohne Probleme den Energiebedarf halbieren. Aber auch wenn ihr bereits LEDs im Einsatz habt, gibt es noch mehrere Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt, um den Energiebedarf eurer Beleuchtung weiter zu senken. Viele LEDs lassen sich dimmen. So könnt ihr die Helligkeit flexibel anpassen und sie auch ohne wirklich sichtbare Veränderung um 10 oder 20% reduzieren. Gerade in den dunkleren Wintermonaten müsst ihr mit der Beleuchtung ja gar nicht so sehr mit dem natürlichen Umgebungslicht konkurrieren. Bestimmt ist es euch auch schon mal aufgefallen, dass ein Aquarium in einem dunkleren Raum auch mit schwacher Beleuchtung sehr gut zur Geltung kommt. Also warum macht ihr euch diesen Effekt nicht zunutze, um effektiv Strom zu sparen? Und wo wir schon mal dabei sind, die natürlichen Verhältnisse zu betrachten, springen wir doch gleich mal in die Natur zu den natürlichen Biotopen unserer Aquarienbewohner. Selbst in Ecuador und Französisch-Guyana, zwei Länder, die fast direkt am Äquator liegen und dementsprechend das ganze Jahr über konstante Lichtverhältnisse haben sollten, haben wir tatsächlich, was die Helligkeit angeht, erhebliche Schwankungen. Während mehrerer Südamerika-Reisen konnte ich feststellen, dass zur Trockenzeit zwar eine sehr, sehr intensive Sonneneinstrahlung herrscht, dafür aber auch zur Regenzeit, die durchaus auch mehrere Monate anhalten kann, man wirklich wochenlang von einem dunklen, wolkenverhangenen Himmel begleitet wird. Wenn ihr die Beleuchtung reduziert, müsst ihr euch um eure Fische also gar keine Sorgen machen. Hier solltet ihr eher auf die Bedürfnisse eurer Pflanzen achten. Insbesondere dann, wenn in eurem Aquarium viele lichtbedürftige Pflanzen vorhanden sind. Habt ihr, bzw. euer Dimmer, auch die Möglichkeit einer Wolkensimulation, habt ihr hier nicht nur eine sehr effektive, sondern auch sehr elegante Variante, um Strom zu sparen. Habt ihr LEDs, die sich nicht dimmen lassen oder möchtet ihr vorerst nicht in neue Technik investieren, gibt es auch die Möglichkeit, die Beleuchtungsdauer zu reduzieren oder eine 1- bis 2-stündige Mittagspause einzubauen. So spart ihr bei einer Kürzung von 12 auf 10 Stunden über 15% Strom. Natürlich solltet ihr auch hier die Bedürfnisse eurer Pflanzen im Auge behalten und nicht zu große Änderungen auf einmal vornehmen. Nach der Beleuchtung schauen wir uns jetzt die Filtertechnik an. Aquarienfilter laufen zwar 24 Stunden am Tag und sind damit die konstantesten Stromverbraucher, allerdings haben sie meist auch den geringsten Energiebedarf. Dennoch haben wir auch noch den einen oder anderen Tipp für euch. Zuerst solltet ihr euch den vorhandenen Filter und dessen Leistungsaufnahme anschauen. Gerade bei älteren Modellen kann es hier durchaus Sinn machen, auf ein neues, energieeffizienteres Modell zu wechseln. Die Anschaffungskosten können sich so bereits innerhalb weniger Jahre amortisieren. Generell lässt sich sagen, dass Innenfilter sparsamer als Außenfilter sind, da sie das Wasser innerhalb des Aquariums lediglich zirkulieren und nicht noch einen zusätzlichen Höhenunterschied ausgleichen müssen. Da Innenfilter jedoch meistens eher über kleinere Filterkammern verfügen, sind sie auch reinigungsintensiver. Achtet daher unbedingt darauf, dass die Filterleistung auch zu der Größe eures Beckens und vor allem zum Besatz passt. Hier wollen wir euch besonders unsere UVC Extreme Filter ans Herz legen. Diese lassen sich nämlich elektronisch regulieren. Bei kleineren oder schwach besetzten Becken könnt ihr sie also ohne Probleme auf der geringsten Stufe laufen lassen und benötigt dazu gerade einmal 5 Watt. Und das bei einer Filterleistung von 450 bzw. 570 Litern pro Stunde. Je nachdem, für welches Modell ihr euch entscheidet. Hier habt ihr also gerade mal den Stromverbrauch eines sparsamen Innenfilters, profitiert aber von allen Vorteilen eines Außenfilters. Sollten sich die Bedürfnisse ändern, ihr erhöht den Besatz oder kauft euch ein größeres Becken, könnt ihr flexibel reagieren und die Leistung per Knopfdruck einfach erhöhen. Kommen wir zum dritten und wahrscheinlich umfangreichsten Punkt, der Wassertemperatur. Es ist nicht nur der umfangreichste Punkt, sondern auch gleichzeitig der Bereich mit dem größten Einsparpotenzial. Hier haben wir zwei Möglichkeiten zum Energiesparen anzusetzen. Zum einen könnt ihr versuchen, den Stromverbrauch bei gleichbleibender Wassertemperatur zu reduzieren, oder ihr senkt die Temperatur des Aquariums. Beginnen wir mal mit Tipps zum ersten Punkt. Wenn ihr ein offenes Aquarium besitzt, habt ihr die Möglichkeit, das Becken abzudecken. In unserem Studio
haben wir dazu in den letzten Monaten einige Messungen gemacht. Als Ausgangsbasis haben wir hier einen Aquatank mit 128 Litern und ein SkepaCube mit 64 Litern im Einsatz gehabt. Bei einer Raumtemperatur von rund 19 Grad wurden die Aquarien auf 24 Grad erwärmt. Nur durch die Verwendung einer Abdeckung war es bereits möglich, den Energiebedarf um bis zu 43% zu reduzieren. Wir haben also festgestellt, dass ein Großteil der Wärmeenergie über die Wasseroberfläche abgegeben wird. Eine Abdeckung hat aber auch noch andere Vorteile, die wir euch hier kurz zusammenfassen möchten. Ihr reduziert nicht nur den Wärmeverlust, sondern erspart euch auch gleichzeitig das regelmäßige Nachfüllen von Wasser. Zudem werden besonders aktive Fische am Herausspringen gehindert und Wasser- und Beckenbewohner sind vor Staub, Schmutz und anderen Haustieren geschützt. Auch der richtige Aufstellort eures Aquariums kann euch beim Stromsparen helfen. Je höher die Raumtemperatur ist, desto weniger Energie wird benötigt, um das Becken auf die gewünschte Wassertemperatur zu erwärmen. Ein Aquarium im 21 Grad warmen Wohnzimmer braucht wesentlich weniger Energie, um das Wasser auf 23 Grad zu erwärmen, als ein Becken, das im kalten Schlafzimmer oder Flur steht. Das ist jetzt also für euch die Chance, eure Partnerin oder euren Partner davon zu überzeugen, dass das Aquarium endlich vom kalten Flur ins warme Wohnzimmer umziehen darf. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wo ihr eure Becken stehen habt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn ihr euer Aquarium nicht abdecken könnt oder wollt, besteht die Möglichkeit, die Wassertemperatur zu reduzieren. Natürlich könnt ihr auch beides miteinander kombinieren. Bevor ihr jetzt aber den Heizstab einfach runterregelt oder gar vom Netz trennt, solltet ihr ein paar wichtige Punkte beachten. Hier ist es natürlich am wichtigsten, die Bedürfnisse der Tiere im Blick zu behalten. Ihr solltet daher ganz genau schauen und die Haltungsbedingungen von jedem Bewohner berücksichtigen. Gerade hier lohnt es sich wieder, einen Blick in die Natur zu werfen, denn auch in ihrem natürlichen Lebensraum sind Fische und auch Wirbellose permanenten Temperaturschwankungen ausgesetzt. Sei es der Unterschied zwischen Tag und Nacht, aber auch innerhalb der verschiedenen Jahreszeiten, beziehungsweise zwischen Regen- und Trockenzeit. Allein in den unterschiedlichen Wasserschichten eines Gewässers kann es im Bereich weniger Zentimeter schon Differenzen von mehreren Grad geben. In gerade einmal knietiefem Wasser konnte ich zum Beispiel in Bolivien zwischen Wasseroberfläche und Bodennähe eine Temperaturdifferenz von 7 Grad Celsius messen. Ähnliche Differenzen lassen sich aber auch zwischen den dauerhaft schattigen und den sonnigen Bereichen stehender Gewässer feststellen. Die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht können, insbesondere in flacheren Gewässern mit viel direkter Sonneneinstrahlung, ebenfalls beträchtlich sein. Auch zwischen Regen- und Trockenzeit können je nach Region und Habitat bis zu 10 Grad Temperaturunterschied auftreten. Wie ihr also an diesem Beispiel seht, bringen viele unserer Zierfische von Haus aus eine große Toleranz gegenüber verschiedenen Temperaturen mit. Und dies können wir uns im Aquarium zunutze machen. Habt also keine Angst davor, euch am Minimum der empfohlenen Haltungstemperatur eurer Pfleglinge zu orientieren. Hier reden wir natürlich nur von der Haltung. Bei der gezielten Zucht kann sie schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher sein solltet, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an euren örtlichen Zoofachhändler wenden. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an bekannten Aquarienbewohnern, die sich in einem ungeheizten Aquarium bei 18 bis 20 Grad wohlfühlen. Wenn ihr gerade ein Becken neu einrichten möchtet, solltet ihr euch also unbedingt Fischarten wie Kardinalfisch, Zebrabärbling, die verschiedenen Makropoden, Marmorpanzerwels, Schabrackenpanzerwels, Roter von Rio, Trauermantelsalmler, aber auch einige Lebengebärende wie zum Beispiel den Schwertträger mal genauer ansehen. Für die Pflege von Axolodeln soll ja die Wassertemperatur sogar dauerhaft unter 20 Grad liegen. Jetzt sind wir mit unseren Anregungen zum Energiesparen durch und wir hoffen, ihr könnt das eine oder andere bei euch umsetzen. Habt ihr noch weitere Tipps? Dann teilt sie gerne in den Kommentaren. Bevor wir das Video aber jetzt beenden, wollen wir euch auch noch zeigen, wie ihr den Stromverbrauch eures Aquariums berechnen könnt. Das ist vor allem beim Filter und der Beleuchtung recht einfach. Hierzu multipliziert ihr die Leistungsaufnahme des Gerätes mit der Laufzeit in Stunden. Um auf die Einheit zu kommen, in der euer Stromversorger mit euch abrechnet, müsst ihr das Ergebnis nur noch durch 1000 teilen. Schauen wir uns doch einfach mal konkret den Bedarf unserer SkepaCubes und Aquatanks an. Da die SkepaCubes oft als Garnelenbecken ohne Heizung betrieben werden, verzichten wir bei der Berechnung jetzt auch auf diese. Für den Innenfilter setzen wir 5 Watt an. Bei 24 Stunden kommen wir auf 120 Wattstunden, das entspricht 0,12 Kilowattstunden. Für das Licht rechnen wir mit einer Daylight Sunrise und einer Blend Color Sunrise. So kommen wir bei ungedimmter Leistung in Summe auf 10,2 Watt. Bei 10 Stunden Laufzeit pro Tag sind wir dann bei 102 Wattstunden, also 0,102 Kilowattstunden. Insgesamt sind wir damit also bei einem Verbrauch von 0,222 Kilowattstunden pro Tag. Um jetzt den Monats- oder Jahresverbrauch zu ermitteln, müsst ihr den Tagesbedarf lediglich mit 30 oder 365 multiplizieren. Bedeutet gerade einmal 6,66 Kilowattstunden pro Monat bzw. 81 Kilowattstunden im Jahr. Und hier haben wir noch nicht einmal die eigenen Stromspartipps berücksichtigt.
Da keine Heizung im Einsatz ist, spielt es also auch keine Rolle, ob ihr euch für ein Scepa Cube mit 48 Litern, 64 Litern oder 80 Litern entscheidet. Der Stromverbrauch des Heizstabes lässt sich leider nicht ganz so einfach berechnen, da er sich je nach Bedarf automatisch ein- und ausschaltet, um die eingestellte Temperatur zu halten. Bei unseren Messungen im Studio konnten wir für den 128 Liter Aquatank bei einer Wassertemperatur von 22 Grad einen Monatsverbrauch von 17 Kilowattstunden ermitteln. Der Preis ist natürlich abhängig vom Tarif eures Energieversorgers und kann dann ganz einfach umgerechnet werden. Beim Regelheizer macht es im Verbrauch übrigens keinen Unterschied, ob ihr zum Beispiel einen 100 Watt oder 150 Watt Regelheizer verwendet. Ein schwächerer Regelheizer wird einfach nur entsprechend länger laufen, der Energiebedarf zur Erwärmung des Wassers bleibt aber unverändert. Solltet ihr den Stromverbrauch eurer Heizung selber messen und berechnen wollen, beachtet bitte, dass aufgrund der niedrigeren Raumtemperatur der Energiebedarf im Winter meist höher liegt als im Sommer. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video zeigen konnten, dass der Stromverbrauch eines durchschnittlichen Aquariums gar nicht so groß ist, wie man oft denkt, und dass es zudem noch einige Tricks gibt, um diesen noch weiter zu senken. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, könnt ihr das auch noch gerne tun. Und dann sehen wir uns schon ganz bald im nächsten Video wieder.